So, liebe Freunde, einen herzlichen guten Tag, gute Nacht, guten Morgen oder guten Abend, ihr Lieben. Egal, wann du jetzt dieses Video schaust, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. Willkommen bei Benny und Steve. Wir haben ein Spiel am Start und das heißt From the Fear. Nee, wie? Wie? Wie heißt es? Egal! Benny wird es gleich sagen, denn er ist mit mir, der Legendäre, der Atemberaubende, Benny! Hallo! Und ich habe selber keinen Plan, wie das Spiel gerade hieß. Dark irgendwas. Dark. From the Dark. Fear the Dark. From the Dark. Ich glaube, From the Dark. Warte mal, ich mach mal jetzt kurz Pause. From the Darkness. From the Darkness heißt dieses wunderschöne Spiel. Entschuldigt bitte, wenn wir da ein bisschen durcheinander kommen. Das ist schlechte Vorbereitung und soll nicht wieder vorkommen. So, wir starten hier direkt mal in einem Treppenhaus. Und wir haben die Wahl zwischen englischer oder wahrscheinlich russischer Sprachausgabe. Wir haben uns jetzt mal für die englische entschieden. Weil keiner so russisch versteht von uns beiden. Ja. Und englisch auch nicht. Von daher, wir gucken mal irgendwie. So, es get into, wie bitte? Das 64. Apartment to the Seas Grandfather. Okay, alles klar, wir sollen zu Opa. Wir sollen Opa besuchen im 64. Apartment. Also Raum 64 wahrscheinlich. Und hier oben wurde wieder mal gespart an Leuchtmitteln. Also das ist ja... Ach, okay. Ach, guck mal, dafür hast du den Fahrstuhl. Rein. Können wir crouchen? Nee, können wir nicht. Ja, ich will auch ja nicht darin. Ich will auch ja nicht darin. Ich geh mal weiter hoch. Und jetzt müssten wir quasi in der 6. Etage. Ja, das sieht schon mal gut aus. 64. Ja. Okay, oh, alles klar, es geht mal gleich instant auf. Ah, okay. Ja, das ist natürlich erstmal so 50 Kilo Sack, ja. Beton? Oder sonst irgendwas dazu liegen? So, was haben wir da? Lieber Nachbar, if you don't stop making noise at night, I will call the police. Alles klar, lieber Nachbar, hörst du nicht auf, Lärm zu machen in der Nacht, rufe die Polizei. Hallo? Ist der Zettel aber für uns, oder wie? Nee, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob... Wahrscheinlich für Opa. Wir haben einen Schlüssel gefunden und... Können wir... No electricity. Okay, wie sieht's denn hier aus? Können wir hier mal... Ah, okay. Nice. Okay. Nö. Nö. Okay. Ja, aber mehr hast du nicht. Das sind nur die zwei. Mehr sind die, ne? Gehen wir nochmal zum Lichtschalter. Mal gucken, ob es jetzt angeht. Ah. Okay. Okay, jetzt sieht schon mal sehr gruselig hier aus irgendwie, aber das... Oh Gott, was ist denn das? Poster, was abfällt. Aber sehr geile Grafik, muss ich sagen. Die gefällt mir sehr gut. Also gleich dichte, miese Atmosphäre. Und hier... So schlimm, dass jetzt die Tapete sich von den Wänden abrollt. Oh, hier noch ein Stück Wurst. Leckere Susuch. Ja, da ist aber schon Pistazienbeck. So gut. Und natürlich, was halt auch nicht fehlen darf, ne? Oh, und? Weißt du, was das ist, Benny? Nee. Weißt du, was hier steht? Movoko. Fast. Moloko. Moloko heißt Milch. Das weiß ich noch aus dem Russischunterricht. Oh, ist schon wirklich eklig irgendwie, wa? Also fühlt man sich gleich unwohl hier. Ja. Sehr. Was ist das denn? Kaputte Scheiben? Naja, ist, ja. Ach, oh. Ei, Alter. Ach, ei. So, und hier wurde Nico. Matroschkas. Schön. Zange? Können wir die nehmen? Nee. Oh, hier für die gleich super angenehm, dass ich nicht alle Schränke aufmachen muss. Oh, guck mal hier. Freunde. Immer eine schöne Stalin-Büste hier. Ja. Also die Wohnung scheint recht groß zu sein. Warum ist denn hier ein Spion? Wie, das ein Spion? Hier ist ein Spion in der Tür gewesen. Too dark. Too dark. Okay. Okay. Oh, und der dreht doch gleich irgendwie ab, oder? Ah,
okay, wir dürfen nicht so lange anscheinend in der Dunkelheit stehen. Das ist ja ein völlig neues Feature. Okay. Ist hier ein Lichtschalter? Nee. Nee. Er tropft aber wie, als ob da ein Badezimmer wäre. Oh, warte mal, da draußen. Guck mal. Jawohl. Aha. Hüme. Was? Mach's mal locker. Mach mal locker. Oh, Alter. Also Waschbecken kann man ruhig mal eh mal sauber machen. Puh, Alter, ihr kannst ja kaum drehen in dem Bad. Vielleicht muss das scheiße aus. Ja, frage ich mich auch gerade. Au contraire, man. Verzeih mir bitte meine Ausdrucksweise, aber. Aha. Okay, da kommst du nicht rein, okay. Ey, die Sounds sind aber auch ganz schön laut. Ich versuche mal schnell zur Tür zu kommen. Ah. Ja. Mach mal. Dann bring mal eine Sicherung wieder rein oder so. Hey, Freundchen. Alter, echt jetzt, ey. Okay. Wir können uns doch jetzt hier nicht so hart ficken, Alter. Entschuldige, ich bitte den Ausdruck, aber. Was war das? Ja, das ist schon hart, Alter. Das ist schon. Gleich mal richtig unangenehm. Oh, okay, alles klar. Doors open. Diese Bilder, super. So, haben wir hier einen Lichtschalter? Missing Part. Natürlich fehlt jetzt hier ein Stück vom Lichtschalter. Und hier ist ein Schlüssel. Den werden wir auf Instant uns grabbeln irgendwie, samt Gitarre. Und werden rausgehen. Alter, was atmet denn hier? Ich hab keine Ahnung, Alter. Das ist Opa. Ja, das ist da links in dem, da genau, in dem Scheiß kommt, da kommt das her. Opa, hier sind die Augen. Oh nein. Opa? Ja, geh doch nicht so nah ran, geh doch. Mach, kannst du die Tür zumachen? Tschüss, Opa. Der hat wirklich einen Türspion da drinnen. Oh. Gott, okay, atmen. Wir haben jetzt einen Schlüssel. Komm mal beim Nachbar. Ich geh mal beim Nachbar rein. Komm mal beim Nachbar jetzt rein. Können wir eigentlich wieder raus? Einfach mal so. Ich frag für einen Freund. Ask a friend. Nee, können wir nicht. Wofür haben wir jetzt Inventar? Warte mal, wofür ist der Schlüssel? Warte mal, ist hier auch noch eine Tür? Hier rechts? Da? Ja. Nein, warum, nein? Was ist das? Wer macht hier die ganze Zeit Licht aus? Warum sieht denn das Bild? Guck dir mal das Bild ganz kurz nochmal an. Welches Bild? Links. Das sieht shit. Sehr verstörend aus. Oh nee. Okay, also wir haben die Teile für ein. Closed. Wir haben die Teile für den Lichtschalter gefunden. Ja, schön. Schön. Oh. Kannst du das Licht wieder am Flur anmachen? Ich würde gerne probieren, wenn ich hier vorbeikomme. Nice. Jetzt sieht das Bild auch wieder ganz rechts da wieder ganz normal aus. Ja, ach shit. Oh nein, das verändert sich, wenn es dunkel wird. Oh nein, Tschüss auf den Opa. Mach mal zu. Oh, Opa. Hey, mach mal zu. Tschüss, Opa. So, ich würde jetzt. Ah! Fuck you. Ich bin weg. Fuck you, Alter. Und nein, ich entschuldige mich nicht für meine Ausdrucksweise. Ich bin jetzt mal kurz weg. Tschüss, ey. Leck mich hier am Arsch. Oh, nee, Benny, lässt mich hier nicht alleine, ey. Oh, ey, nein! Wir haben ein Spiegelbild! Wir haben ein Spiegelbild! Nein! Das ist ja geil! Benny? Benny? Nein! Jetzt hat er mich hier alleine gelassen. Oh, wieso? Oh Gott. Es ist ja legendär. Schon allein dafür müsste man eigentlich Thumbs up geben, irgendwie ein Spiegelbild in einem Horrorspiel. Es ist so selten. Und der Jumpscare war so fies. Er war so fies. So, aber was kann ich jetzt hier drin tun? Ah. Nein, warte mal, das ist doch hier. Das ist doch Chinaöl.
Okay, warum kann ich das aufmachen? Was bringt mir das? Nichts. Hier ist ein Schloss. Ey, for real? Okay, hier brauchen wir noch Teile. Ja, nee, ist total schön, dass Benny jetzt weg ist und ich jetzt hier alleine bin. Danke, Benny. Albums, kann man hier irgend... Ja, kann man. Get out. Oh Gott. Oh. Get out. Alter, so. Ach, schön, dass der feine Herr mal wieder da ist. Ja. Leck mich am Arsch. Oh, shit. Oh, das ist echt mies, das Ding, ey. Ja, deswegen brauchte ich auch kurz eine Pause. Deswegen bin ich kurz weggegangen. Das ist toll für dich. Schön. Das war jetzt gerade viel zu viel für mich. Wir können nicht mehr einschalten. Wir können das... Oh nein. Achso, das ist jetzt... Okay. Warum leuchtet es jetzt da rot? Oh, Vati hat ein schönes Video ausgeliehen aus der Videothek. Ah, oh, fuck. Was ist das denn? Warum? Oh, nein. Das ist... Opa hat jetzt sich eine GoPro auf den Kopf gesetzt. Und steht da nackt. Liegt da vor jetzt ein Buch? Bitte. Ich nehme das einfach, ja? What? Get out. Get okay. out? Ja, dann geh doch mal raus. Ich geh mal. Na. Ja. Na! Na! Nie! Mach nicht da. Wo? Nein! What? Ah! Nein, Alter! Nein, nein! Oh, Opa ist ein ganz schön großer Typ! Oh, fuck! Ist die Tür wenigstens jetzt zu? Okay. Die Tür ist zu. Opa möchte jetzt seine... Opa möchte seine Opa-Zeit haben. Ey, aber guck mal! Diese hässliche Puppe. Ey, wir haben ein Spiegelbild! Ja! Großartig, oder? Großartig! Guck mal, Benny, ansonsten... Was? Ansonsten haben wir... Ah, okay. Ey, das Spiel stresst mich gerade zu sehr, das ist... Ja, echt? Wirklich? Ich finde das ganz entspannt eigentlich. Oh Gott. Oh Gott. Geh doch bitte einfach nur dahin. Ja, ist schon okay. Ist schon, versteh ich. Ist alles jetzt nicht so geil. Miese Jumpscares hier oben. Alter, warum? Wer... Echt jetzt? Machen wir jetzt hier um die Wette Licht an und aus, oder was? Der macht das die ganze Zeit im Wohnzimmer. Fuck. Die Tür hat sich verändert. Die Tür. Shift to run? Was? Ey, du Bitte? Kannst das Spiel hier gleich wirklich gleich alleine weiterspielen. Ich sag, wie es ist. Musst du dich jetzt irgendwo verstecken? Hide and Seek hier? Was ist los? Ja, wir können rennen. Irgendwas können wir... Kann ich hier rennen? Oh! Oh. Wer will denn da... Oh! Oh! Opern? Machst du da? Opi? Der macht Morsecodes einfach so im Zimmer und denkt sich, nice. Hör mal auf. Ja, was? So, okay, Benny, jetzt helf mir mal. Ich muss irgendwie, wir müssen irgendwie Teile für dieses Schloss hier unten finden. Er kann diese Schublade öffnen. Okay. Und kann aber nichts rausnehmen. Ey, dieses... Ich mach die Sounds jetzt bei mir leiser, das geht gar nicht, ich... Es ist brutalst laut, ne, irgendwie, aber... Ist halt auch wirklich, wirklich krass. Okay, zeig mir noch mal kurz das Schloss, damit ich... Das warst du jetzt wegen der Gitarre, du kannst die Gitarre spielen. Mhm.
Damit ich nochmal sehe, was brauchen wir denn? Farben, Symbole, irgendwas? Achso, Schloss. Genau. Mülleimer, das Ding, ey. So, wir haben da unten, da fehlen uns zwei Drehelemente, die wir da einsetzen müssen. Wo wir die finden, I don't know. Ich meine, die Wohnung ist jetzt nicht so groß, aber das ist das, was wir brauchen. Okay, also wir suchen jetzt erstmal nur nach den zwei Dingern da, ja? Guck mal, die Puppe, wie sie uns anguckt. Ja, die Puppe, geh da weg. Mama, Mama. So, hier kommen wir ja nun gar nicht rein. Irgendwie, ich hab auch keinen... Hast du irgendwas eingesammelt, Lampe technisch? Wegen, weil da ist ja die Lampe kaputt gegangen im Klo? Nein. Nee, okay. Irgendwo ist ein Radio an. Ach, hier ist ein Radio. Saving. Okay, er speichert. Fa-da-da. Oh, nee. Oh Gott, er ist rausgerannt. Er ist rausgerannt, Benny. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Alter, der macht systematisch alle Lampen hier kaputt. Was sagst denn du dazu? Ey, Benni, bist du noch da? Ja, ich bin auch da. Rede mal mit mir und du musst mich mal hier ein bisschen beruhigen irgendwie. Ich dreh hier ab! Ich dreh hier ab! Was ist... Ich kann selbst mit dem leichten... Alter, hör doch mal auf zu flackern, Licht, ey. Selbst damit komme ich nicht klar. Mein Tipp ist, renn in den... Wie heißt der hier? In den Schrank da, neben der Tür. Neben der Ausgangstür. Da. In den Schrank. Genau, da. Wo das einzige Licht an ist. Genau. Da okay, rennen wir jetzt rein und machen dahinter die Tür zu. Wenn wir da drin sind. Mach die Tür zu dahinter. Bitte, kann die ran! Ja, dann mach die ein bisschen ran und mach Licht an. Kannst du nicht? Gut, mach die Tür ein bisschen ran, mach die dann gleich wieder auf und dann da rein da. Und hinter dir zu machen. So, mach zu. Okay. Oh, Opa macht irgendwo eine schöne Polka da drüben. Ja, das ist aber, wir sind erstmal safe. Von hinten kann nichts kommen. Es ist Safe Room. So, safe. So, also an der Stelle schon mal Chapeau für dieses Spiel irgendwie. Also das ist ja ultra mies. Das ist ja richtig krass. So, aber wir müssen hier, das kann ich ja nicht sehen irgendwie. Kannst du in der Küche noch Licht anmachen oder so? Wir müssen irgendwie Lampen finden. Wir müssen irgendwie wieder, das reparieren oder keine Ahnung. Irgendwas machen damit wieder, oder wie eine Taschenlampe oder irgendwas müssen wir finden. Wir haben auch nur noch ein Lichtschalter. Okay, die Küche. Er steht genau vor uns. Hast du das gesehen? Der Schatten. Geh da raus, geh da raus, geh da raus, geh da raus. Wo denn? Wo ist er? Ja, mach mal wieder Licht an. In der Küche. Mach den Licht an. Wenn du jetzt da reingehst und das Licht geht aus, war da ein... Ja, guck mal da. Da war ein Schatten von dem Monster direkt vor dir. Das ist ja geil. Ich hab's gesehen, du nicht, was für dich erstmal okay ist, für mich nicht. Also wir müssen an den Ofen ran. Anscheinend. Ich glaube. Ja. Ah. Los, mal auf das Ding. Oh, guck mal, schöne Hacksülze. Genau, die brauchen wir. Und jetzt... Ja, das ist die Küche gewesen. Du musst Richtung schnell. Kinderzimmer. Mach doch mal die. Kannst du von dem Zimmer die Tür zumachen? Einfach ja, so. Okay, ich mach mal zu. Aus Safety Reason, weißt du so? Da kann ich nur sagen, ja, dann mach ich den Safety Dance. S-S-S-S-A-A. Wicked Dance. Ja, jetzt brauchen wir einen Code. Ach du Schande. Ja, denn den. Ich hab dir geholfen, da das zu finden. Den Code musst du alleine machen. Nicht raus. Haben wir denn irgendwelche Symbole? Irgendwie Symbole, Alter. Wir sind hier in. Guck dir das doch mal an, Alter. Du fragst mich nach Symbolen? Wir haben ja bei Get Out. Alles aussieht. Was ist denn. Was war denn in. Warte mal, guck noch mal kurz in den Spiegel. Geh noch mal ganz kurz. Guck mal noch mal in den Spiegel. Was ist denn da rechts? Oh. Do you see what I mean? Was ist denn das? Keine Ahnung, ist irgendwie. Irgendwelche Fußschritte. Oh. Okay.
Auf jeden Fall, was war das für ein Symbol? Ja, kein. Also, laut M? M? Wird in der Richtung? Ja. Wir gucken mal. Also, das Blaue würden wir mal so einstellen. Okay. Ja? Ist das jetzt vorne, oder? Nee. Jetzt müsste, genau, jetzt müsste es vorne sein. Mach bitte das Licht wieder an. Oh. Moment mal. Mach mal Licht aus. Aha. Ein rotes Dreieck. Okay, ein Dreiecks der. Da ist es. Genau. Okay, jetzt. Kannst du crouchen? Ich. Nein. Achso, aber ansonsten hätte ich gesagt, guck mal unterm Bett, weil wenn wir jetzt hier schon zwei Symbole gefunden haben, hätte ich jetzt gedacht, dass vielleicht die restlichen zwei vielleicht sich auch hier irgendwo verstecken. Ich denke auch, dass der Rest hier drin sein wird. Ah, warte mal. Hallo. Ah. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Das hier, ne? Oder? Weiß ich nicht, sieht aus wie ein Kreis leider. Und das was. Oh, ja, jetzt besser für mich? Ja, perfekt. Okay, super. Ja, das müsste es sein. Dann ist nur die Frage. Was ist grün? Ich guck mal ganz kurz nochmal. Nee, das ist es. Das ist es. Oh ja, okay. Grün. Wo finden wir grün? Da unten. Oh, unter dem Bett. Deswegen meinte ich ja, kannst du crouchen? Nee, leider nicht. Also, ich wüsste nicht, wie ich. Ah, okay, wir müssen das Kissen. Nein, wir können uns verstecken. Oh, nein. Oh, bitte nicht, Alter. Bitte fucking no. Ich hoffe, dass das jetzt nur für das Symbol wichtig war, dass du da runterkommst. Bitte kein Hide and Seek, bitte nicht. Ich habe auch kein Schimmer mehr, was das Symbol gerade war. Ich weiß, das war grün. Das war's. Das war's. Okay. Das ist jetzt offen. Die Frage ist, was ist jetzt hier unten drin? Eine Taschenlampe. Wow. Oh, nee. Und oh, vielen Dank, Alter. Vielen Dank dafür auch. Also, liebe Freunde, ich muss mal sagen, also mich, uns Bede nimmt das Spiel echt hart mit. So hier, ach du Schande. Ja, da ist Opa, würde ich sagen. Das ist doch nicht Opa. Ja, keine Ahnung. Das ist ein junger Opa. Vor allem, ihm fehlt ein Schuh, der da vorne liegt, neben der Tür. Ja. Diese Bilder, die Crap, nicht komm. Als ob wir jetzt da rein können. Als ob die Tür jetzt einfach zu. Okay, F, was hat das jetzt? F, ein Säbel, was soll das darstellen? Oh, fieser haltender Sound. Geil gemacht. Geil gemacht. Nee. Überhaupt okay. Nee. Okay, ja, komm mal raus? Nicht mehr raus. So, wir müssen also interagieren. Ich mach mal das Flashlight aus. Ah. Hier? Ja, was denn? Oh ne, warte mal. Okay, ich mach mal das Flashlight aus und wir müssen hören. Bereit, Benny? Ja. Oh, fuck, ey. Wir anmachen? Ich mach's wieder an. Oh fuck, okay. I buried him in Concrete. Okay, er hat ihn in Beton vergraben. Oder einbetoniert. You do not hear? Oh fuck. No, I hear. Oh, he sounds from the dark. Hear voice. Oh fuck. In total darkness. Du kannst ihn anscheinend nur hören, wenn komplett dunkel ist. Ja, da bin ich aber so dankbar. Links von uns. Direkt vor uns jetzt, oder? Ja. Okay, er ist saved. Was war denn das jetzt? Was war denn das jetzt? Sollten das sein? Okay, es geht hier auf.
Ich würde gerne die Wohnung verlassen. Ja, natürlich auch gerne. Hinter dem Chakruk bestimmt. Okay. Oh. Das war eigentlich nur... Ja. Oh. Was ist das denn? Hinten? Finger plus Auge plus Zähne ist Schlüssel. Okay, dann Auge, also... Ja, ein Auge ist ja noch da. Und Zähne? Ja, gut. Ein bisschen Grinsen tut er auch. Uns fehlt jetzt eigentlich noch ein Finger, oder? Nee, also wir müssen wahrscheinlich das zweite Auge finden. Ja, aber wo soll es sein? Okay, dann gehen wir mal durch. Dann gehen wir mal in die Küche. Naja, wir haben halt die Option, ne? Hier oben. Ach so. Ja, aber da kommen wir ja nicht hin. Wird's was sein? Ah, da war ja closed. Das heißt, wir brauchen ja einen Schlüssel. Und hier sieht's mir noch sehr nach einer schönen... Platte Rotenburg aus. Ja, aber Finger. Da. Guck mal, da haben wir den Finger, da ist ein Ohr daneben. Ist doch auch okay. So. Ja. Was man allgemein isst, ne? Hat ein bisschen was von Chewbacca, aber ist okay. Okay, und? So, Finger können wir jetzt dann da hinpacken oder wie? Ne, er zoomt so ran. Ja. Nee. Okay. Also wir müssen ein Auge und noch Zähne finden. Ja, so viele Räume haben wir ja nicht. Vielleicht kriegen wir ja das Auge aus dem netten Herrn, der auf Klo sitzt. Da ist auch gerade irgendeine Tür zugegangen. Oh ja, hier, guck mal. Dezent ein paar Silent Hill Schlösser. Oder vielleicht kriegen wir auch von... Ha! Okay. Ha! Ihm die Zähne? Okay, also du brauchst die Zange für die Zähne. Die Zange von hier vorne. War die nicht im Wohnzimmer? Nee, die war hier. Doch, die waren bestimmt, du hast recht, die waren im Wohnzimmer. Und den werden wir auch brauchen, den Eispickel, 100 pro. Ah ja, bestimmt für das Auge oder so. Ja. Oh nee, Alter, nee du. Was ist aber hier? Genau. Ja, Isau. Wollo. Hey Kumpel. Na? Hallo. Also Augen hat er keine mehr, das heißt, die müssen wir woanders herziehen. Und ich weiß auch schon, von wem wir die Augen ziehen, Freunde. Von der Puppe, ne? Genau. Da habe ich noch nicht mal Mitleid. Das gleiche Bild hatten wir doch hinten bei dem... Ja, ja. So, die Frage ist jetzt aber, wir... Ja, ich glaube, du brauchst wirklich alles im Inventar, wa? Naja, aber hier kann ich nicht rennen. Because of dezente Schlüsselketten hängen jetzt hier vor. Die Frage ist... Wie entfernen wir Ketten? Warum ist der Stuhl da weg? Warum ist da alles anders? Was ist das für ein Raum? Das ist ja eine miese Optik jetzt gerade. Du siehst ja gar nichts mehr. Ach du Scheiße. Ja. Schön, okay. Wie geht's ihm? Okay, krass. Okay, easy. Oh. Okay, bitte, bitte, bitte. Ah, okay, nice. Okay, Bolzen. Ah. Alter, hört doch mal bitte jetzt auf. Ey, wirklich, ihr fangt an mit Puppen. Jetzt kommen hier Kinder dazu. Leck mich doch am... Oh, wieso, Alter? Alter, das ist nicht fair. Das ist... Ich werde heute so Albträume haben von dem Shit. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Bitte lass uns den Eispickel holen und ich will diese Puppe einfach nur zerstören. Ja, genau, du. Oh, nee. Okay, Eispickel. Ja. Scheuerte Puppe, ey. Nein, can't take it.
Du musst wahrscheinlich erstmal die Puppe anklicken, damit er dir dann den Hinweis gibt von wegen, sie brauchen den Eispickel wie vorhin mit der Zange. Das ist echt fies. Das ist. Oder auch nicht. Wir können es auch so rausnehmen. Okay. Okay. Dann hau mal einen Schlüssel raus, mein Freund. Was? Ist das euer Ernst? Was ist mit euch verkehrt? Oh, das ist ja super. Das ist ja schau. Be stronger in the dark. When you light up all the rooms, it will get weaker and you can't get out. This is the key to the box under the ceiling. Okay, er wird stärker, wenn alles dunkel ist. Wir müssen alles anmachen und erst dann kommen wir raus, weil er dann erst schwach ist. Okay. This is the key to the box under the ceiling. Das ist der Schlüssel für die Box unter der Treppe, ne? Naja, so. hier oben, ne? Hier. Ja, nee, nicht da. Nee, wenn du draußen bist, da wo das Blut rauskommt. Ja, genau, richtig, genau. Und da sind bestimmt jetzt ganz viele Leuchtmittel drin. Oder auch Kerzen. Kerzen. Nothing to set fire, du kennst ihn, ne? Klar. Geh mal zum Ofen. Kannst du den Ofen anmachen? Ist das ein Gasherd? Ja, selbst Gas müsstest du zünden. Ja, aber meistens hast du ja bei den Öfen diesen Selbstzünder. You know? Aber klar, Streichhölzer sind, glaube ich, anders. Oder besser. Falls euch, ja. Ah, okay. Gut, jetzt wird auch der Stress hier auf uns wahrscheinlich drastisch erhöht. Wo ist denn das Telefon? Herrschaft Zeiten, Alter, ihr blöden Penner, ey. Alter. Hier vorne gibt's aber kein Feuerzeug, ne? Irgendwie was liegen lassen? Tür auf, zu, geht die auf? Ja, die geht auf, guck mal hier, komm, dann. Ab geht die Luzi, einfach runter. Geht aber nicht, weil wir kommen nicht raus. Ja, hallo? Na, Kumpel? Hast du nicht da gerade noch eine Treppe gehabt, die runtergegangen ist? Ja. Was? You need to listen. Okay. Try again. So, hier ist auch diese komische F auf dieser Tür abgebildet. Sieht man jetzt wahrscheinlich ein bisschen schlecht, aber ich glaube, das hier zu sehen. So, und er ist hier. Also, der Sound kommt von hier. Aber wir können auch nicht mehr zurück, oder können wir nochmal zurück? Okay. Doch, wir können zurück. Aber, it's not the right way. Da müssen wir runter, ne? Hier runter, ne? Ja. Lass uns mal gucken, was uns da erwartet. Komisch, weil halt rot leuchtet, der Schlitz. Ja. Dachte ich eigentlich, dass wir richtig waren. Aber wir sind wieder am Anfang des Loops. Okay. Oh, hier ist die Tür. Ihr. Ah. Schweine, ey. Das ist gemein. Okay, also da kann man nicht durch. Wir könnten wieder runter.
wohl wirklich direkt hinter der Tür irgendwas ist. Es ist so stumpf. Sind wir, wenn du jetzt da runter gehst, sind wir wieder bei den Briefkästen? Können wir da raus? Können wir flüchten? Können wir weg? Oder haben wir ein Problem? Unsere Taschenlampe. Ja, wir haben ein Problem. Wir haben ein gottverdammtes Problem. Unsere Taschenlampe ist kaputt. Ja, das würde ich mal so kurz mal als Bad Ending definieren. Was sind wir denn? Können wir nicht weiter weg? Okay. Ja. Das ist echt so mies, ey, dieses Spiel. Na, Vater, gibst du uns eine Tasche? Meinst du, er gibt uns das Licht freiwillig? Vielleicht muss man seinem Spiegelbild wegnehmen. Oh. Hallo. Also ich traue der Sache überhaupt nicht. Oh Gott. Also... V light the lighter. Der ist weg. Ja, das ist jetzt wenig überraschend tatsächlich. Oh, fiese Geometrie des Raums hat sich verändert. Oh nein. Hier ist eine Tür. Oh nein, jetzt sag mir nicht, wir müssen wieder zurück in die Wohnung. Wir müssen jetzt den ganzen Steps wieder zurückgehen, oder was? Gottes Willen. Wir sind nicht die Schnellsten. Hallo? Dunkel. Oh, bei der Animation macht halt Licht aus. Das ist ja... Try again. Ja, brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir würden gerne wieder in die Wohnung zurück. Wir haben jetzt ein Feuerzeug. Wir würden jetzt die Kerzen überall anmachen wollen. Wäre toll. Wäre toll. Okay, also er lässt jetzt hier nicht raus so schnell. Also auch wenn du jetzt zurückgehst, auch nicht? Der steht jetzt hier noch drin. Er steht jetzt hier noch drin. Schon, dass wir hier bei ihm sagen müssen, so wir fahren zusammen Fahrstuhl, mein Freund. Oh. Ja. Ja, alles. Na? Alles klar? Ja. Schönes Wetter heute, hä? Oh Gott! Oh Gott, Alter! Okay, also machen wir jetzt mit dem Feuerzeug die Kerzen an. Die Kerzen an, aber wir waren doch vorhin schon fast draußen. To light up the in all rooms. Ja, okay. Kannst du die jetzt auch irgendwo dahinstellen? Das ist ja tatsächlich. Fragt mich gerade, wie die. You already have a candle. Ah, okay. Das heißt, wir brauchen einen speziellen Standpunkt für das Ding. Okay. Verstehe ich jetzt nicht. Wo soll ich die hinstellen? In die Mitte. Alles klar. Einfach in... Ja. In the middle. Ist mir jetzt egal, Alter. Nein. Machst du? Ich hab so eine Gänsehaut gerade. Ich find's da, oder? Ich find auch richtig. Mach doch an! V.
Ist nicht sein Scheiß ernst. Ist nicht sein... Was ist denn da draußen los? Sag mal, schwebt das Haus jetzt hier sonst wohin? Hä, überall ist das Licht aus. Selbst die Kerzen, die wir schon angemacht haben, sind weg. Weg. Oh. Also wer auch immer dieser Entwickler von diesem Spiel ist, bist... Nee. Also einfach, nee. So, wunderbar. Machen wir uns hier schön romantische Stimmung. Schön Candlelight hier, meh. Mhm. So, die Jacke hängt auch woanders jetzt. Oh, ja, die hing hier vorne, ja. Okay, das switcht immer... Ja, tatsächlich sehe ich hier viele Parallelen zu Silent Hill irgendwie. Weil ich es sehr cool finde. Also das ist halt wirklich... das Spiel ist schon wirklich krass. Das ist wirklich geil. Also das ist mal... Finde ich persönlich seit langem mal was, was so ein bisschen an... Und ich hoffe, ihr seht es genauso, Leute, ein bisschen an Visage ankommt. Wie siehst du das, Benny? Ja, ich sehe das so, dass beim nächsten Mal... Was ist das? Ne, ich versuch das Feuerzeug die ganze Zeit. Achso. Oh Gott. Erschreck mich doch nicht so. Dass wenn nächstes Mal so ein Spiel ist, was so Silent Hill mäßig ist, was mich absolut fertig macht, darfst du das alleine spielen. Das kannst du vergessen. Ein Mann rechts neben dir, der steht einfach mal hier vor dir und sagt sich, ich bin der Mann vom Klo und lebe einfach wieder. Und da sind ganz viele wunderbare Leute. Oh, Scheiße! Ey, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Und in der Küche steht noch viel, viel mehr. Ist doch wunderbar. Na, darf ich nochmal die Milch holen? Ha! Nein, okay, nein. Okay, alles klar. Oh Gott, Benny. Oh Mann. Also das ist schon wirklich das Feuerzeug. Schon krass. Feuerzeug. Danke. Das ist schon wirklich echt fucking heftig, das Game. Hallo? Ja. Das Game ist heftig. Ich würde gerne meine Kerze hier irgendwo hinstellen. Halt jetzt überhaupt eine Kerze hin um? Ich glaube ja, aber ich glaube, weiß ich nicht, bis... Ja, du... Nein, warum machst du das? Ich weiß nicht, was da gerade tut. Ich weiß jetzt nicht, was passiert ist. Ach, ich habe in seine Gusche reingekickt. Okay, ja, klar. Alter, doch auf, da irgendeine Kacke zu machen. Mann! Okay, hat schon eine Kerze. Ja, dann stell die doch einfach mal hier vorne, direkt jetzt hier vorne ab. Nein, nicht im Badezimmer, davor. Ja, leider muss ich nicht. Hier vorne nicht, hier irgendwo? Nee, du siehst ja. Ja, ich weiß nicht, welche Tasten du drücken müsstest, um da gar so eine Kerze... Normalerweise ploppt die Kerze plötzlich auf den Boden auf. Ah, okay. Oh, pretty please. Tell me, wo zur Hölle ist das denn bitte? Was sehe ich hier? Ja, da liegt Axt jemand im Kopf. Und da ist die Puppe auch gleich hier rechts neben dir im Jemand macht die Kerzen aus. Welcher Wichser macht hier die Kerzen aus? Gott, ey. Alter! Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, der hat aber einen schönen Bauch gehabt, du. Oh. Toll. Oh, ist das mies, ey. Das ist so... Ja, Gott, ey.
So, haben wir denn in fast jedem Raum eine Kerze? Naja, noch in den... Nee, eigentlich im Klo fehlt noch eine. Zwei Stück hast du noch. Okay. Ach, Kerze! Wunderbar! Die letzte Kerze bin ich. Ja. Oder auch nicht. Achso, die haben wir vielleicht einfach noch nicht gesehen, ne? Das kann sein. Ja, Tok ist mir ein... Ja. Ja, genau so dachte ich das, mein Freund. Und du bekommst jetzt hier die letzte Kerze. Oh Mann. Ist ja, nicht dein Ernst, Alter. Da sagt er nee. Einfach nee. Ist nicht sein scheiß Ernst. Okay, ist jetzt nicht stressig. Ist überhaupt nicht stressig. Nee, ist ganz... Ruhige Musik. Wieso machen die sowas? Okay, letzte Kerze, letzter Raum. Schweres Atmen. Heavy breathing. Er steht direkt vor dir. Also, dass die Steuerung so bescheiden ist, dass du da die Kerze nicht ordentlich hinbasteln kannst, sondern direkt vor seine Füße stellen musst. Geil. Ja, die Ortung ist wirklich scheiße. Also. Das war nicht bei mir. Aha, siehst du? Was für ein Schwachsinn. Also. Okay, komm, lass uns bitte rausgehen. Bitte einfach nur runterrennen, gar nicht Fahrstuhl, gar nichts weiter angucken, einfach nur raus. Einfach runter, raus. Alles egal. Nein, da gucken wir nicht hin. Ist völlig wurscht. Renn runter, renn raus. Ey. End of Story hier. End of the line. Hartes Game, ey. Junge. Hast du? Stand der vorhin schon da? Ja, ich sag mal ja. Ich sag einfach ja. Der stand vorher schon. Die Bretter sind definitiv... Die Treppen hier sprung. Also die Bretter lagen da definitiv da und... Lass uns einfach gehen. Und wir sind immer noch nicht raus. Wir sind immer noch Arsch, Alter. Oder auch nicht. Fuck. Ein wunderbares Game hat mich komplett zerledert. Und zwar in allen Ebenen. Am schlimmsten für mich, und davon habe ich mich bis jetzt immer noch nicht erholt, war der Jumpscare mit dieser nicen Puppe. Danach war ich weg. Und seitdem bin ich null ruhig. Ist seit langem das Heftigste, was ich gespielt habe. Muss ich mal so sagen, irgendwie. Benny? Ja, du, ich hab da schon, ne? Das war heftig. Und ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Ihr hattet heute hoffentlich sehr viel Spaß beim Zuschauen. Und ja, wie Steve schon gesagt hat, holt euch das Game selbst. Zockt selber. Zuschauen ist immer so eine Variante. Ich bin zwar auch immer nur der Backseat-Gamer, aber mich hat's komplett zerrissen. Und ja, es war krass. Krasses Feeling. Wie gesagt, wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Lasst ein Like da, wenn es euch wirklich gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns gerne wieder bei einer nächsten Runde bei Benny und Steve. Und wir sagen bis dahin erstmal reingehauen.